Treuer Gott, wir wissen, dass du uns grenzenlos liebst. Du hast deinen Sohn nicht verschont, sondern ihn hingegeben, um alle Menschen zu retten. Zeige auch uns heute deine Liebe. Wir wollen Christus nachfolgen, der in Freiheit seinem Tod entgegenging. Stärke uns, wie du ihn gestärkt hast, und heilige uns im Geheimnis seines Durchgangs vom Tod ins Leben. Gepriesen bist du von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Aus dem zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde im Korinth im 5. Kapitel. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt uns durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Christus wurde für uns gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuze. Christus wurde für uns gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuze. Das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus nach dem Evangelisten Johannes. Jesus ging hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten. In den gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte der hohen Priester und Pharisäer, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, ich bin's. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Nun hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Steck das Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Niemals zu versenken,
Die Schar aber und ihr Oberst und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es wäre gut, ein Mensch stürbe für das ganze Volk. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger. Dieser Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des hohen Priesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da kam der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, heraus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sprach: Ich bin's nicht. Es standen da aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt und sie wärmten sich. Aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ihr habt alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe. Als er so redete, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sprach: Sollst du dem Hohepriester so antworten? Jesus antwortete ihm: Habe ich übel geredet, so beweise, dass es übel ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht einer seiner Jünger? Er leugnete aber und sprach: Ich bin's nicht. Spricht einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus abermals. Und alsbald krähte der Hahn. Wer hat dich so geschlagen, mein Heil und dich mit Klagen, so übel, so gericht, du bist ja nicht ein Sünder, wie wir und unsere Kinder von Da führten sie Jesus von Kaiphas vor das Prätorium. Es war aber früh am Morgen, und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passahmahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach:
Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Mit deiner Augen, Gott.
Als ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie: Kreuzige! Kreuzige! Spricht Pilatus zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien: Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Da Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war aber der Rüsttag für das Passafest, um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden: Sehet, euer König! Sie schrien aber: Weg, weg mit dem! Kreuzige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König, außer dem Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht, der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Und mit
Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil. Dazu auch den Rock, der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem Ersten die Beine und auch dem Andern, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hatte, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde: Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Der große Scheitel steht.
Es ist vollbracht. So Jesu letzte Worte am Kreuz nach der Überlieferung des Johannesevangeliums. Der Hügel vor der Stadt, Golgatha, Schädelstätte. Die aufgerichteten Galgen, drei Menschen an drei Kreuzen in der Qual eines entsetzlichen Sterbens. Dann endlich, es ist vollbracht. Das Leiden hat ein Ende. Warum stellen wir uns dieses Bild immer wieder vor Augen? Warum hängen wir uns Kreuze in unsere Kirchen mit dem leidenden Christus? Warum ist für Christinnen und Christen der Karfreitag so ein besonderer Tag? Unzählige Menschen vor und nach Jesus haben mit dem Tod gekämpft und kämpfen mit dem Tod bis heute. Eine ausgewählte Zahl Verstorbener wird uns ja zurzeit Tag für Tag in den Medien übermittelt. All die anderen Sterbenden und Toten kommen nach wie vor nicht vor. Höchstens bei spektakulären Unfällen oder bei Anschlägen oder bei Naturkatastrophen. Da werden sie erwähnt. Ansonsten geschieht Sterben und Tod im Verborgenen. Uns wird vermittelt, Krankheit muss überwunden und Leiden und Sterben müssen minimiert und möglichst vermieden werden. Die Kreuze in Kirchen und an Wegen erinnern uns jedoch daran, Sterben gehört zum Leben, so wie Leiden zum Leben gehört, auch wenn man das gerne vermeiden möchte. Weil es menschlich ist, zu vermeiden und zu verdrängen, ist es gut, auf Jesus zu sehen. So wie er können wir dem Tod nicht ausweichen. Wir dürfen Leiden und Krankheit und Sterben nicht verdrängen. Christinnen und Christen haben ein sehr realistisches Menschenbild. In Jesus ist es uns vor Augen gestellt, auch und gerade in seinem Leiden und Sterben. Es ist vollbracht. Mit diesen Worten wird jedoch nicht nur der Realität des Sterbenmüssens zugestimmt. Hier wird Gottes Weg mit uns Menschen bestätigt. Der konsequente Weg der Liebe, den Jesus gegangen ist, seine Hingabe an die Menschen, sein Opfer, führte in den Tod. Aber durch den Tod zum Leben. Karfreitag und Ostern gehören untrennbar zusammen. Deshalb können Menschen in der Nachfolge Jesu sterben in Frieden mit Gott und in der Hoffnung, dass der Tod ein Durchgang ist in das Reich der Gerechtigkeit und Liebe Gottes. In der Nachfolge Jesu können Menschen ihr Leben verlieren und doch wissen, dass sie das Leben finden. Und schon mitten im Leben können sie aufstehen für das Leben, wo immer es bedroht ist. Können sie schon hier auf der Erde eintreten für Frieden und Gerechtigkeit und auch für die Bewahrung der ganzen Schöpfung in der großen Vielfalt, die Gott in sie hineingelegt hat. Es ist vollbracht. Durch Jesu Tod am Kreuz, durch sein Opfer ist uns ins Herz geschrieben, wir brauchen keine Opfer mehr zu bringen, die uns Ansehen bei Gott verschaffen. All unsere Opfer, die wir im Leben bringen und bringen müssen, können nur konsequent sein aus der tiefen Gewissheit, Gott hat mich angenommen. In seiner Liebe bin ich geborgen, an guten wie an schlechten Tagen. Es ist vollbracht. Ich bin erlöst und befreit, erlöst von Schuld und Sünde, befreit zu neuem Leben. Ja, es ist vollbracht.
Christus, Gottes Sohn, erbarme dich über uns. Du hättest wohl Freude haben können, doch du hast das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet. O Jesus Christus, Gottes Sohn, erbarme dich über uns. Dahingegeben in die Hände der Sünder, hast du des Todes Bitterkeit geschmeckt und die tiefste Not der Gottesferne. O Jesus Christus, Gottes Sohn, erbarm dich über uns. Du hast Gehorsam gelernt an dem, was du littest, und warst gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. O Jesus Christus, Gottes Sohn, erbarm dich über uns. Du starker Heiland und Erretter, befreie und erlöse uns. Von Hass und Neid, von Hochmut und lieblosem Richten, von Selbstsucht und Härte des Herzens. Du starker Heiland und Erretter, befreie und erlöse uns. Von Trägheit und Kreuzesscheu, von kaltem Stolz und feiger Anpassung. Du starker Heiland und Erretter, befreie und erlöse uns. Von Verzweiflung und Gotteshass, von Lebensangst und Todesfurcht. Du starker Heiland und Erretter, befreie und erlöse uns. Gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe, hilf uns und stärke uns, dass wir dir nachfolgen in Sanftmut und Demut, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe, hilf uns und stärke uns, dass wir in der Verlassenheit zum Vater rufen, dass wir uns in seine Hände befehlen, dass wir Glauben halten bis ans Ende. Gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe, hilf uns und stärke uns. Im Kampf gegen die Sünde, in der Stunde der Versuchung, im Dunkel der Anfechtung, in der letzten Not. Gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe, hilf uns und stärke uns. Amen.
Gekreuzigter Jesus, du Heiland und Erretter, sammle unter deinem Kreuz alle, für die du gestorben bist. Führe herzu, die noch fern sind. Rufe zurück, die dich verloren haben. Bringe heim die Irrenden. Geh entgegen den Suchenden. Hilf uns, eins zu werden, dass wir einander lieben und einander von Herzen vergeben. Jesus Christus, du unser Friede, gib uns deinen Frieden. Amen. Wenn Menschen Unbegreifliches widerfährt, klagen sie und fragen,
Warum Gott? Heute werden wir von Gott gefragt. Mein Volk, was habe ich dir getan? Womit nur habe ich dich betrübt? Antworte mir, aus allen Völkern habe ich dich berufen, das Evangelium habe ich dir gebracht. Du aber hast anderen Lasten aufgelegt. Deinetwegen habe ich das Kreuz auf mich genommen, auf meinen Schultern deine Schuld getragen. Du aber hast mich vor den Menschen verleugnet. Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern habe ich dir vorgelebt, dich zu Gottes erwähltem Volk hinzuberufen. Du aber hast mich mit ihm unterdrückt. Ich habe dich gesandt, den Völkern die frohe Botschaft zu verkünden, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Trost. Du aber hast meinen Namen missbraucht. Am Kreuz habe ich für meine Peiniger gebetet. Ich habe dir aufgetragen, den anderen zu vergeben. Du aber hast deine Gegner verfolgt. Die gleiche Würde aller Menschen habe ich dich gelehrt. Juden und Heiden, Sklaven und Freie, Männer und Frauen sind alle eins in mir. Du aber hast andere beherrscht. Die Barmherzigen habe ich selig gepriesen. Barmherzigkeit will Gott, nicht Opfer. Du aber warst erbarmungslos gegenüber denen, die anders denken. Lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Allmächtiger Gott, du erhörst die zu dir rufen und siehst in die Herzen derer, die schweigen. Wir danken dir, dass du uns durch das Leiden und Sterben deines Sohnes versöhnt und in die Gemeinschaft deines Volkes gerufen hast. Breite deinen Frieden aus über alle Menschen, die unter Streit, Hass und Gewalt leiden, die in Schuld verstrickt sind, nach denen der Tod greift. Stärke unseren Glauben und erhalte ihn lebendig durch deinen Geist. Bleibe bei uns auf unseren Wegen durch die Zeit. Bleibe bei uns auf dem Weg nach Hause. Mache uns getrost, dass uns nicht scheiden kann von deiner Liebe, die in Jesus ist, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, unserem Bruder und Herrn. Amen.